Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Mittwochnacht-Ausgabe, die wie immer frei ist und offen für alle eure Themen. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Claudia. Und Claudia ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Um was geht's? Ja, ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich dazu jetzt sagen. Ja. Und zwar geht sich es darum, um das Thema von gestern Abend. Mhm. Mhm. Und zwar, ich hatte... Also unverhoffter Besuch. Genau, richtig. Mhm. Ich habe einen Mann über dem Telefon kennengelernt. Ja. Und wir kannten uns circa ein Jahr. Mhm. Wir hatten Telefonsex zusammen. Ja. Und dann habe ich meine Vorstellung geäußert, dass ich mal Sex mit einem Mann haben will, den ich nicht sehe. Nochmal zur Klärung. Ihr kanntet euch ein Jahr, sagst du. Ihr habt euch aber dieses ganze Jahr nicht getroffen. Nein. Nee, nur am Telefon gesprochen und Schweinkram gemacht. Genau, richtig. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und diesen Wunsch hatte ich geäußert. Ja. Und er war damit einverstanden. Ja. Wir hatten uns dann ein paar Tage später verabredet. Er kommt zu mir. Ich habe ihm meine Adresse gegeben. Mhm. Er stand dann unten und sagte über Telefon, ich sollte jetzt das Licht anmachen, mehrmals an und aus, mhm. in dem Stock, wo ich wohne, mhm. dann mit der Wüste, wo ich bin. Mhm. Hat dann von mir verlangt, dass ich mich nackt mache mhm. und mir die Augen zubinde. Claudia, wir haben aber noch nicht miteinander telefoniert. Mal irgendwann. Doch, und da hast du mir die Geschichte erzählt? Nein. Nee? Nein. Weil diese Geschichte mir so bekannt vorkommt, das hat mir mal eine Anruferin erzählt. Nein. Du hast sie mir nicht erzählt? Nein, nicht. Okay, dann umso spannender. Und zwar ist dann, habe ich das Licht dann mehrmals an- und ausgemacht. Ja. Und dann ist er hochgekommen und wir hatten dann den schönsten Sex gehabt, den ich jemals gehabt habe. Ohne dass ich ihn jemals gesehen habe. Also, du hast die Augen zu verbunden, ne? Ja, genau, richtig. Und hast dann die Tür aufgemacht. Genau, richtig. Und war es denn in der Wohnung ganz dunkel? Ja, erstmal ja. Erstmal ja. Mhm. Das heißt, aber er hat dann Licht gemacht. Er hat dann Licht gemacht, was ich ja nicht gesehen habe. Was du, aber da musst du die Augen aber sehr gut verbunden haben, wenn man das nicht so ein bisschen schimmern zumindest sieht. Ja. Was hattest du da? Wie hast du die Augen verbunden? Mit einem Wolltuch. Also mit einem sehr stark. Ja, na, ein bisschen sieht man da schon durch. Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Du hast aber kräftig, kräftig verschnürt das Ganze. Ja. Auch nicht so unten drunter? Nein, gar nichts. Gar nichts. Ich habe auch die Augen, muss ich dazu sagen, verschlossen gehalten. Ach so, weil du wolltest auch gar nichts sehen. Ich wollte ihn auch nicht. Du wolltest sehen, auch nicht spinksen. Nein, nee. Überhaupt nicht. Aber er wollte dich natürlich sehen und er hatte Spaß daran, das Ganze bei Lichte dann zu machen. Ja, klar. Wie lange hat das gedauert dann? Circa 5 Stunden. 5 Stunden? Mhm. Sensationell. Sensationell. Ja. Und die Sache ist nicht verrutscht am Kopf in den 5 Stunden. Nein. Alles blieb verschlossen. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann ist er gegangen? Dann ist er gegangen, ja. Habt ihr währenddessen gesprochen? Ja, wir haben zusammen gesprochen. Wir kannten ja unsere Stimmen. Genau, ihr kanntet euch ja ein Jahr schon. Mhm. Ja. Und wir wussten auch zum Teil unsere Sexwünsche. Ja. Und von daher, ich habe auch gesagt, er kann, also ich hatte zu ihm vorher am Telefon gesagt, er könnte mit mir machen, was er wollte. Und das hat er auch gemacht. Er hat seine Sexvorstellungen mit einer Frau voll ausgelebt und ich auch mit einem Mann. So wie du es wolltest und es wurden keine Grenzen überschritten? Nein. Nein. Da haben wir auch eine Verabredung gemacht, dass ich dann mit dem Fuß einmal hoch und runter gehe. Ach so. Wenn mir das zu viel wird. Warum mit dem Fuß hoch und runter? Man kann einfach sagen, stopp. Nee, das wollte ich nicht. Okay, das war also, es musste eine Geste genau, mit dem Fuß dann sein. Hattest du denn vorher, als ihr ein Jahr miteinander Kontakt hattet, mal irgendwann im Netz dir ein Bild von ihm kommen lassen?
Da hatten wir noch gar keinen Computer. Computer. Also das heißt, du wusstest definitiv nicht, wie dieser Mann Mensch aussah. Richtig. Weiß ich bis heute nicht. Weißt du bis heute nicht. Und als du ihn dann so befühlt hast, entsprach das schon deinen Vorstellungen? Ja, hätte auch anders sein können. Er hätte auch anders sein können? Ja. Dass du anfasst und denkst, oh Gott. Nein, den nicht. Nein, wäre mir egal gewesen. Wäre dir auch egal gewesen. Dann ist der Knabe wieder abgezogen. Und ihr habt danach wieder telefoniert? Wir haben danach noch zweimal telefoniert. Ja. Und dann, als ich ihn versucht hat anzurufen, war Telefon gesperrt oder hat er abgemeldet. Und das war's? Nie wieder was von gehört? Nein, nie wieder. Wann war dieser Vorfall, wollte ich schon sagen? Vorfall ist es nicht. Vor 10 Jahren. Ach, vor 10 Jahren. Mhm. Und dann nie wieder was von ihm gehört? Nein. Und du hast deine Nummer immer noch von damals? Ja. Das heißt, er hätte, wenn er gewollt hätte, hätte er dich wieder anrufen können. Richtig. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass er keine Lust mehr hat. Es kann sein, dass er sich verliebt hat. Ja. Es kann sein, dass er schwer krank geworden ist. Kann auch sein. Oder irgendwas. Alles. Ja, habe ich mir auch schon, also mittlerweile bin ich verheiratet, habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht. Ja. Aber was will man machen? Nee, da kann man gar nichts machen. Das ist dann, wenn das war ja auch eine anonyme Basis, letztendlich eure ganze Beziehung, in Anführungszeichen, die ihr hattet. Ja. Weiß dein jetziger Partner von dieser Geschichte? Nee, ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Ehrlich? Mhm. Du hast es auch damals nicht irgendwie der besten Freundin mal erzählt? Nein, gar nichts. Warum nicht? Es sollte eigentlich, bis vor kurzem eine Angelegenheit von mir bleiben. Ja. Was hat dich bewogen, es mir zu erzählen? Ich bin schwer erkrankt. Ja. Habe bis vor 2 Tagen in der Reha gewesen. Mhm. Und da habe ich erfahren, dass ich schwer erkrankt bin. Was für eine Krankheit hast du? Ich habe im ganzen Körper Arthrose. Ja. Und in der Wirbelsäule Osteoporose. Und diese schwere Erkrankung hat jetzt irgendwie so dein Denken auch etwas verändert? Ich habe gemerkt, dass ich ruhiger geworden bin. Ja, ja. Und das hat aber auch dazu geführt, dass du dir gedacht hast, kann ich mal erzählen. Jetzt ja. Ist jetzt nicht mehr so das große Geheimnis meines Lebens. Genau, ne? Richtig. Ja. Ist schon eine verrückte Geschichte. Wobei, auch ein bisschen gefährlich. Andererseits kanntest du diesen Mann ein Jahr schon, aber dennoch ist es gefährlich. Ich war mir der Gefahr bewusst. Mhm. Er hatte auch, wo er reingekommen ist, hatte er mich auf den Stuhl gesetzt und zu mir gesagt, wo mein Schlüssel wäre, mein Hausschlüssel. Mhm. Und da habe ich ihm das gesagt und er hat zu mir gesagt, ich gebe dir jetzt die letzte Chance, Nein zu sagen. Mhm. Ich gehe jetzt raus, gehe nochmal zu meinem Auto. Ja. Und wenn du dann die Augenbinde abnimmst, weiß ich, dass du nicht mehr willst und geh sofort. Ja. Okay, dann hat er sich korrekt verhalten. Mhm. Ne? Es hätte auch anders kommen können. Also zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen. Ja, stimmt. Ne? Das kann auch böse ausgehen. Zählt aber wahrscheinlich zu den schrillsten Sexerlebnissen deines Lebens, oder? Bestimmt. Hat man ja nicht jeden Tag sowas. Also wenn ich da heute drüber nachdenke, ne? Wie jeck du damals warst. Wie jeck ich damals wirklich war. Ja, allerdings, muss ich sagen, ich war in einer Gefahr ausgesetzt, das hätte sonst was sein können. Ja, definitiv. Vor allem habe ich in der Reha darüber nachgedacht. Sehr viel. Mhm. Auch über die Gefahr? Ja, auch über die Gefahr. Ja. Ja. Also ich habe in der Reha gedacht, wenn es jetzt passieren könnte oder würde, würde ich nie wieder machen. Ja. Ich hätte direkt die Augenbinde abgenommen und hätte gesagt, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja. Aber wie war das denn mit Schutz und Sex? Mit Schutz war alles da. Das war alles da. Das war schon vorher auch abgeklärt. Das war vorher abgeklärt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in der Krankenpflege gearbeitet habe. Das heißt, du wusstest Bescheid. Genau, richtig. Mhm, ja, ich bin vollkommen aufgeklärt. Ja, ja. Ich habe auch gesagt. Ja, vielleicht war das für ihn und auch für dich so irgendwie der Höhepunkt auch dieser seltsamen Beziehung, die ihr miteinander hattet. Und dann war es gut, ne? Dann war das Ganze vorbei. War der Mann ungefähr in deinem Alter? Er war etwas älter als ich. Wie er sagte. 3 Jahre älter. Ja, wie er sagte. Er sagte. Ja, Claudia. Es hätte auch sein können, ich hätte praktisch die Telefonnummer nachverfolgen lassen können. Mhm. Auch fragen können, wer es ist. Mhm. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es einfach nicht wollte. Ja, verstehe ich. Mhm. Er hätte aus meiner Nachbarschaft sein können, er hätte alles sein können. Ja. Und ich muss wohl sagen, wenn ich rausgegangen bin, habe ich eigentlich immer gedacht, boah, der Typ hätte das sein können. Ja, das glaube ich auch. Wenn du so auf der Straße bist,
Egal, wo du bist, ja? Irgendwie, wo kann, könnte er dich angucken, ne? Und also mich hätte er ja erkannt. Er hätte dich erkannt, eben, dumm, ja. Ja, ja. Überall, ja, ja, nur ich ihn nicht. Ja, ja. Und das ist das Interessante. Ja. Also schon eine verrückte Geschichte, wie gesagt, sehr gefährlich. Man sollte es nicht tun. Nee, also zur Nachahmung auf keinen Fall empfohlen. Auf keinen Fall empfohlen. Nein. Ich wünsche dir das können wir jetzt nicht vertiefen, auf jeden Fall alles Gute und viel Kraft und gute Besserung in Sachen Gesundheit. Ja, da wird noch viel auf mich zukommen. Ja. Und wünsche dir von Herzen alles Gute, Claudia. Ja, danke schön. Tschüss, auf Wiederhören. Danke schön für deine klasse Sendung, ja? Danke, nett, okay. Dass du sagst. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. So, an dieser Stelle schon mal rasch ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir Themennacht und morgen ist das tolle Thema Freundschaft bei uns angesagt. Ich glaube, wir haben noch nie als Themenschwerpunkt Freundschaft hier bei uns gehabt. Da haben wir gedacht, das müssen wir einfach mal machen und wir haben die Sendung genannt, für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Ich möchte gerne also mit euch sprechen über Freundschaften, die also mit Leuten, die einen absolut allerbesten Freund haben. Aber wirklich einen absolut allerbesten Freund, für den sie alles tun würden, für den ihr alles tun würdet und der für euch vielleicht auch schon alles getan hat. Und was euer bester Freund für euch schon alles getan hat, geopfert hat eventuell, das könnt ihr mir morgen erzählen. Oder umgekehrt auch, was ihr für euren besten Freund schon gemacht habt und wie wichtig euch die Freundschaft ist. Also das Thema heißt, für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Morgen unterhalten wir uns über vielleicht das Tollste, was es gibt auf der Welt, nämlich richtig große und gute Freundschaft. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und natürlich rund um die Uhr auch mailen. So, weiter geht es mit, frage ich in die Regie, mit Günther. Mit Günther, und Günther ist 67 Jahre alt. Hallo Günther. Ja, hallo Jürgen. Hallo Günther. Was ist dein Thema? Ja, so ein bisschen knüpfe ich an dieses Jecksein von der Claudia. Ja. Ich bin auch schon sehr oft in meinem Leben Jeck gewesen. So. Manchmal schief gegangen, manchmal ist gut gegangen, aber ich wollte dir jetzt erzählen von der Sache. Also Jeck, ja, müssen wir vielleicht mal eben kurz erklären. Das ist so ein rheinländisch-kölscher Begriff, ne? Wenn die Leute uns in Bayern oder in Berlin wissen, vielleicht gar nicht, was. Jeck ist halt so ein bisschen verrückt und durch, ein bisschen schrill, verrückt und, ja, verrückt. Ja, ich wohne in Köln seit 30 Jahren. Gut, dann weißt du Bescheid, was Jeck ist. Ja, natürlich, ja. Weiß ich, was Jeck ist. Ich bin so, ja selber Jeck. Jetzt zu deiner Geschichte. Bin aber gebürtig vom Winterberg. Ja. Ja, meine Geschichte. Ich habe vor 1992 kam ich auf die Schnapsidee, mal zu gucken, was aus einer alten Jugendfreundin geworden ist, die ich seit 31 Jahren nicht mehr gesehen hatte, von der wir haben also gegenseitig nichts voneinander gewusst, was aus dem jeweils geworden ist, dem anderen. Habe mich ans Einwohnermeldeamt gewandt und habe auch ihren neuen Namen, sie war ja mittlerweile verheiratet gewesen, habe auch ihren neuen Namen, ihre neue Adresse bekommen, bin dann in die nächste Telefonzelle, habe angerufen, da war ein erwachsener Sohn am Telefon, nee, Mama ist nicht da, wer ist denn da? Ja, ich sage, ich bin ein alter Bekannter von früher, aber ich sage, wer ich bin, möchte ich nicht sagen, das ist eine Überraschung. Ach so, ja. Sagt er, Mama ist nicht da, die ist erst heute Abend wieder da. Ja. Ja, ist gut, kann ich ja heute Abend mal vorbei? Ja, selbstverständlich können Sie vorbeikommen. Ja. Dann bin ich da abends hin, hab 31 Rosen mitgenommen, hab geklingelt, hab guten Tag gesagt. Ja, sie kannte mich natürlich nicht. Und sie machte auf? Sie machte auf. Und der Sohn hatte noch nicht gesagt? Ich mittlerweile von ihrem Sohn, dass da jemand kommen würde. Ja. Da stehst du mit 31 Rosen vor der Tür und sie steht auch vor dir. Vor mir. Ja. Ich hätte sie natürlich auch nicht erkannt nach 31 Jahren. Ja. Wir waren damals 21. Ja, das ist natürlich eine lange Zeit. Ja, und dann habe ich sie erstmal raten lassen. Sie hat mich reingebeten, habe ich sie erstmal raten lassen, wer ich bin. Sie stritt also immer ab. Nein, sagte, das ist unmöglich, ich kenne sie nicht. Doch, ich sage, Sie kennen mich, glauben Sie es mir. Ja, sagte, vom wann denn? Ich sage, haben Sie mal die Rosen gezählt? Sagte, nee. Ich sage, dann machen Sie das mal. 31, dann sagt sie, es nützt mir nichts. Als ich 31 war, war ich schon längst verheiratet. Ich sage, ja, das mag ja sein. Ich sage, was war denn vor 31 Jahren? Ja. Ja, sagt sie, da war ich in Bigge, im Sportheim. Ich sage, genau, als Diätköchin. Ja. Ich sage, und heute vor 31 Jahren, da waren wir beiden zusammen am Schützenfest. Ach. Was dachte ich mit ihm? Man war immer noch beim Sie. Ich sage, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich sage, aber garantiert. Sagst du, wo denn? Wo waren wir am Schützenfest? Ja. Ich sage, im Winterberg. Was? Sagst du, bist du?
Ja, ich sag, ich bin der Günther. Da fiel der Groschen. Da fiel der Groschen. Da fiel der Groschen. Ja, es ist dann noch ein ziemlich langer Abend geworden. Wir haben uns erzählt und was alles so gewesen ist und so weiter und so fort. Und ein paar Tage später, ich war natürlich wieder in Köln. Ja. Da hatte ich einen Anruf, auf dem Anrufbeantworter, ich wünsche dir eine gute Nacht. Puh, konnte ich nichts mit anfangen. Ich denke, wer war das denn? Und ich war zu der Zeit alleine, sie war verwitwet. Ich hatte ihr natürlich mal Kerzen da gelassen mit Adresse und Telefonnummer. Ja. Ich sage, wenn du Lust hast, kannst du dich ja mal melden. Ja. Ja, was soll ich lange reden? 3 Monate später ist sie zu mir nach Köln gezogen. Nein, ja, sie ist... Wir sind da seit 15 Jahren verheiratet. Ist ja doll. Ist ja doll. Ja. Das ist ja eine tolle Geschichte, Günther. Das ist ja eine tolle Geschichte. Also, sie war verwitwet zu der Zeit und du warst auch alleine. Ich war alleine. Welcher Teufel hat dich denn geritten, genau dann da zu der Zeit zu überlegen, Mensch, ich such die Frau jetzt mal. Warum gerade, wann war das 1992, ne, hast du gesagt? Ja, der Anlass war das Schützenfest im Winterberg. Ich saß mit meinem Bruder in der Schützenhalle und wir erzählten so vom Frühjahr und dass ich die letzten Jahre wohl immer komme auf Schützenfest. Ja. Aber dann, da wir davor doch ewig lange nicht da gewesen bin. Ja. So, ja, ich sag, damals war ich das letzte Mal, ja, wann war denn das? Ich sag, das war 1961 mit der Elisabeth. Ah. Da sagt mein Bruder, wer ist Elisabeth? Kenne ich die? Ach so, so kam das in die Gänge. Ich sag, hör mal, da warst du 8 Jahre alt und ich schon lange nicht mehr zu Hause. Woher sollst du die Freundin kennen, die ich damals hatte? Sag mal, Elisabeth, war das wirklich deine Freundin? Wart ihr zusammen? Wir waren zusammen. Wir sind damals miteinander gegangen, wie man sagt. Wie man das so sagte, genau. Wie lange seid ihr miteinander gegangen? Ein halbes Jahr ungefähr. Ja, ja, immerhin. Mhm. Ja. Und das ist dann durch eine Intrige von ihren Arbeitskolleginnen auseinandergegangen, ach so. Die mir erzählt haben, während sie in Wirklichkeit krank im Bett lag und ich auf sie bei einem Verabredungspunkt wartete und sie kam nicht, habe ich dann angerufen, die Kollegen haben mir erzählt, oh, wieso, ich denke, das ist aus mit euch. Mhm. Ich sage, da weiß ich ja gar nichts von. Ich sage, was soll das denn, der Quatsch denn? Ich sage, gib mir die Elisabeth mal ans Telefon. Nö, sagt die Kollegin, die ist mit dem anderen nach Olsberg zum Tag. Ach, wie bösartig. Ja, wie bösartig. Ja, sehr. Bekloppt, wie ich damals war und naiv. Ich habe dafür bare Münze. Ja. Aber das Schicksal hat ja nun doch wieder klug die Fäden gesponnen im Hintergrund. Ja, über 30 Jahre und zack. Ich wollte immer mal wissen, was aus der geworden ist. Das ist eine tolle Geschichte, finde ich wunderbar, wirklich. Ich dachte, wie willst du das machen? Ich dachte, da mache ich jetzt. Ja. Ich war mein Bruder Meldam dann. Und jetzt wohnt Elisabeth mit dir schon seit 15 Jahren in Köln und ihr seid ein glückliches Paar. Wir sind verheiratet, meine erste Ehe ist auch kirchlich annulliert worden, wir haben sogar noch kirchlich heiraten können. Ja. Was für ein Zufall, dass das denn, es hätte ja auch sein können, dass Elisabeth glücklich verheiratet gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Hätte auch sein können. Aber das ist wieder mal so ein schönes, schöner Beweis, wenn man sowas mal machen möchte, soll man es machen. Man kann ja... Mehr als verlieren kann man nicht. Nee, man kann Glück haben. Man kann Glück haben, genau, ja. Toll, dass du es uns erzählt hast, Günther. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und schönen Gruß an deine Frau. Sag mal, ich finde deine Sendung übrigens klasse. Ab und zu gucke ich sie nicht jede Nacht, es wird mir manchmal zu spät. Ja. Aber ab und zu gucken wir sie mal. Das ist sehr nett von dir, dass du das sagst. Ich danke dir vielmals. Nichts zu danken. Tschüss, Günther. Tschüss, Jürgen. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere kostenfreie Nummer. Für euch, oder ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de oder ihr könntet auch mal ins Internet gehen und mal www.nachtlager.de anklicken. Das sind unsere offiziellen Fan-Seiten und dann könnt ihr mal ein bisschen rumstöbern. Da steht eine ganze Menge über uns und unsere Sendung drin. www.nachtlager.de. Weiter geht's mit... Liebe Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Heike. Und Heike ist 31 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Hallo Heike. Um was geht's bei dir? Also für mich war das, was die Erste heute erzählt hat, der absolute Horror. Mhm. Also mir geht's um Missbrauch. Ja. Mit meinem Bruder. Ja. In meiner Kindheit, Jugend. Ja. Wie alt warst du? Anfangs. Ich frage einfach mal, wie alt warst du und wie alt war der Bruder? Also mein Bruder ist 3,5 Jahre älter als ich. Mhm. Und ich denke mal, dass das so zwischen 7 und 12
passiert ist, aber das verdrängt man irgendwie ziemlich stark. Das finde ich ganz schwierig mit dem Alter, das so zu sagen. Und ich habe nicht den Mut gehabt, da jetzt wirklich so bei meinen Eltern nachzuforschen, weil ich denen irgendwann mal erzählt habe. Aber auf jeden Fall lief es über einen langen Zeitraum. Ja, ja. Denke ich schon, ja. Also meine Eltern waren halt freitagabends immer im Chor. Und da war ich halt mit meinem Bruder allein, dass er auf mich aufpasst. Und das hat er irgendwie gut gemacht, glaube ich. Ja, und dann ist es regelmäßig zu sexuellen Kontakten gekommen. Er hat dich dazu gezwungen. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt richtig bedroht hat oder was weiß ich, irgendwie wirklich gewalttätig geworden ist, dass ich so eingeschüchtert war. Aber für mich hat er in der Erinnerung eine ganz einschüchternde Wirkung. Auf jeden Fall sind da viele Sachen passiert, die du nicht wolltest. Ja, auf jeden Fall. Die er so forciert hat, sagen wir es so. Ja, also er hat das auf jeden Fall auch immer angefangen und es war auch, also ich weiß auch, er hat so einen Hang zu Horrorfilmen gehabt, die liefen dann manchmal nebenher, das ist für mich so ganz verknüpft mit irgendwelchen Horrorgeschichten und also das ist für mich wie so eine dunkle Seite von ihm oder so, die da auf einen Schlag immer so rauskam und die ich gar nicht verstanden habe. Halt. Hat er mit dir, mit dem kleinen Mädchen Heike damals auch geschlafen? Also das kann ich nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Ich dachte immer nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass es wirklich zum Geschlechtsverkehr kam, aber ich habe so Körpererinnerungen daran. Also ich mache auch Therapie und so. Ich rufe jetzt nicht an, weil ich irgendwie den Therapievorschlag brauche oder sowas. Und ich habe halt so Körpererinnerungen, die irgendwie schon sehr stark, also ich habe auf jeden Fall, er ist mit den Fingern in mich eingedrungen und so. Du hast es, hast du gerade gesagt, deinen Eltern mal erzählt, euren Eltern? Ja. Und wie haben die reagiert? Also es war in einem Skiurlaub, wo wir, war immer klar, dass ich da mit meinem Bruder in einem Zimmer bin, was ich im Nachhinein irgendwie naiv finde ab einem gewissen Alter, aber das war irgendwie so und an dem Abend bin ich halt, oder in der Nacht bin ich aufgewacht und also ich weiß es nicht, ob ich so Details, auf jeden Fall war die Decke weg und er hat an mir rumgeschummelt und so und dann habe ich mich halt erst so totgestellt und irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten und ich bin halt, ich denke eigentlich so eine ganz mutige Person, bin dann da irgendwie aufgesprungen und habe ihn angeschrien und bin dann zu meinen Eltern ins Zimmer gerannt und habe das halt gesagt. Und im Nachhinein jetzt so... Haben sie geglaubt sofort? Die haben das geglaubt, aber ich weiß jetzt nach einem Gespräch, das wir jetzt hatten, also vor 2 Jahren, dass die damals dachten, das sei halt eben da einmal passiert. Haben die denn dann den Jungen zur Rede gestellt damals? Also ich weiß nur, dass mein Vater dann ins Nebenzimmer ging zu ihm. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf jeden Fall war dieses Gespräch an diesem Abend das einzige Gespräch, das zu diesem Thema eben stattfand. Und deine Eltern haben dich auch nicht eingehender befragt, ob das zum Beispiel schon öfter vorgekommen ist? Nein, gar nicht. Also meine Mutter, die waren einfach schockiert letztendlich wie kleine Kinder. Die waren eigentlich, ich habe sofort als Kind gemerkt, die sind völlig überfordert und mit dem, was ich hier sage, zerstöre ich irgendwie die Familie und so. Und meine Mutter hat nur gesagt, die ist ja krank, mit der müssen wir zum Psychiater. Ach, das hat die Mutter gesagt. Ja. Aber das ist ja ganz schlimm, wenn man das dann hört als Betroffene. Also ich denke im Nachhinein, so wie die reagiert haben, daher kommt ganz viel heutzutage, dass man immer denkt, man sei krank, man bildet sich das nur ein oder so. Hat der Bruder denn danach dann von dir abgelassen? Nach diesem Gespräch mit dem Vater? Also ich glaube eigentlich schon, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meiner, also so mit 15, 16 und sowas, dass ich halt Meister war im mich schnell umziehen und sowas. Also dass er zum Beispiel einmal, als ich mich umgezogen habe, dann in mein Zimmer reinkam und irgendwie Lappalien gefragt habe und ich stand da halt irgendwie nur in der Unterhose, also mit 16 dann und sowas, dass ich da eigentlich doch ständig so irgendwie noch Angst hatte davor, dass das halt passieren kann. Hast du denn, du bist jetzt 31 Jahre alt, hast du später mal eingehender mit deinen Eltern darüber gesprochen? Also ich habe
das eigentlich ziemlich lange verdrängt oder wusste, dass es irgendwie passiert, aber das war kein Problem und so, das war alles wunderbar. Und ich habe da Gesang studiert. Mhm. Und in diesem Gesangsstudium kam das halt alles wieder hoch, weil man da mit seinen Gefühlen einfach in Kontakt kommt. Mhm. Und hab da... Das ist ja, Entschuldige, wenn ich das mal eben sage, unterbreche, ist ja verrückt, ne? Dass in einem Gesangsstudium, ja. Du hast recht, das ist natürlich eine sehr emotionale Sache, dass aber dann so das etwas hat, ja, nach man oben kann gar geht. Nicht drum rumgehen irgendwie. Wahnsinn. Ja. Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee. auf jeden Fall habe ich da eine tolle Unterstützung gehabt von meiner Professorin. Mhm. Und die hat mir eigentlich Mut gegeben, dass ich da aus dem System aussteige. Ja. Von wir zahlen dir alles und sowas. Also, ach so. Dass ich auf eigene Beine komme und mich dagegen wehre einfach und so. Und da habe ich meine Eltern zur Rede gestellt. Mhm. Und letztendlich lief das halt immer darauf raus, dass die einfach das überhaupt nicht verstehen, dass das 20 Jahre später oder so also überhaupt noch ein Thema ist. Und der war doch auch ein Kind und überhaupt. Und also sie im Klartext, sie spielen es irgendwie heute noch runter. Ja, absolut. Ja. Und der Bruder, hast du mit dem Bruder mal gesprochen? Mein Bruder habe ich auch in der Zeit mal angerufen. Und wir hatten eigentlich so ein ganz oberflächlichen, netten Kontakt mit Rezept austauschen und lauter so Blödsinn. Mhm. Und bei dem Telefonat wusste er irgendwie sofort, worum es geht und hat es zugegeben und hat sich entschuldigt, aber also ich glaube nicht, dass er wirklich weiß, was mit einem Menschen passiert oder was da die Folgen irgendwie heute bei mir sind und so. Heißt das, dass du heute keinen besonderen Kontakt mehr zu ihm hast? Gar nicht. Gar nicht also mehr? Also ich habe einfach da mehr... Zu den Eltern? Habe ich als schicksalshaft irgendwie empfunden. Also ich habe da eine Produktion gemacht, Hänsel und Gretel. Und also habe den Hänsel gespielt und dieser Regisseur hat es halt als Inzest-Inszenierung durchgezogen. Komplett. Wo ich quasi dann über Gretel herfallen muss und sowas. Kam mein Bruder auch und hat es angeguckt. Also irgendwie ist mir da dann nochmal bewusster geworden, wie krank das eigentlich alles ist und so. Und gibt es heute einen Kontakt zu den Eltern? Ganz schwierig. Also jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich fast gar nicht. Du hast gerade gesagt, dass du schon in Therapie bist und dich damit therapeutisch beschäftigst. Ja. Wie sieht dein Gefühls- und dein Beziehungsleben zurzeit aus? Lebst du alleine oder hast du einen Freund oder einen Mann? Also ich habe seit 9 Jahren jetzt eine Beziehung und habe da wahnsinnig Glück irgendwie, weil der mich, glaube ich, wirklich einfach liebt und nicht irgendwie, also das auch irgendwie alles mitmacht, wie es einem da manchmal geht und man irgendwie ständig darüber redet und so, das ist ja total... Kannst du mit diesem deinem Freund kannst du dich in der Sexualität fallen lassen? Also das konnte ich sehr lange, zurzeit ist es irgendwie schwierig. Zurzeit habe ich wirklich ein Problem damit eigentlich, versucht das irgendwie neu zu entdecken für mich. Und ist irgendwie nicht so einfach. Aber ich habe jetzt nicht grundsätzlich so, dass ich da überhaupt keine Sexualität hätte oder sowas. Das nicht, aber ich glaube, man macht das so irgendwie, das macht man ja so. Und ich will das halt jetzt gern so entdecken, dass es wirklich zu mir passt. Ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, dass der Bruder, selbst wenn er geständig war, dass er überhaupt nicht. Er misst, was er angerichtet hat. Gar nicht. In all diesen Jahren. Das glaube ich auch. Aber langsam habe ich da trotzdem, also man denkt dann das so darüber nach und entschuldigt es dann eigentlich wieder. Und langsam denke ich aber wirklich so, jeder hat die Möglichkeit, in seinem Leben mal eine Kurve zu kratzen und mal irgendwie über sich nachzudenken. Er ist zum Beispiel schwer krank. Ich glaube, es wird ihm sogar auch gut tun. Ja. Also, dass er da mal so... Verantwortung gezogen wird. Bist du für dich über die Phase hinweg, dass du dir selbst noch Schuld gibst? Nee, nicht immer. Nicht immer. Also ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Aber zum Beispiel, ich glaube, ich habe jetzt angerufen, auch weil ich also total oft immer noch so total blödsinnige, also logisch gesehen total blödsinnige Schuldgefühle habe, aber
langsam sind es mehr so Schuldgefühle, auch was ich heute meinen Eltern jetzt so antue, weil die das halt nicht verstehen. Mhm. Und für die ist das so die perfekte Familie, die eine total irre gewordene Tochter, also völlig durch. Ihr seid die beiden einzigen Kinder? Ja. Ja. Also irgendwie zerstört oder so. Ja, vielleicht kommt ja der nächste oder übernächste Schritt, dass es dir, wenn du für dich einen Weg gefunden hast, auch mit Hilfe deiner Therapeutin oder deines Therapeuten, dass es dir vielleicht auch gelingt, dass du eine Möglichkeit findest, wieder auf deine Eltern zuzugehen. Ja. Das wäre sicher für dich auch. Also weißt du, ich nehme das, was ich denen übel nehme, ist, dass die noch in keinem Gespräch, hatte ich den Eindruck, dass die mal 2 Sekunden auch nur drüber nachdenken, wie es mir damals ging. Mhm. Meinst Sondern du denn? Dass die immer sofort einfach dran denken, was muss ich jetzt unternehmen oder was sind für mich die Folgen oder was denken die Nachbarn und so. Ja, die werden sich auch insofern immer so verhalten, weil sie Angst vor Selbstvorwürfen haben. Die sie ja, sich und was mit ihrem Leben passiert. Natürlich, ob die irgendwas ändern müssten oder was weiß ich, was die da denken. Aber ich habe mein Leben schon so oft irgendwie umkrempeln müssen, immer an die übelsten Punkte gucken und da denke ich einfach, das können die auch mal einmal tun. Also Heike, ich wünsche dir in dieser Therapie weiterhin sehr viel Erfolg. Wie lange machst du das schon? Seit einem halben Jahr. Ah ja, das ist ja dann noch gar nicht so lange. So lange, ja. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, diese Professorin von mir hat mir auch sehr, schon hat mich sehr unterstützt vorher. Ja. Und vielleicht ergeben sich dann ja wirklich Wege und Möglichkeiten für dich auch, einen Schritt auf deine Eltern zuzugehen, so dass du dich auch gut fühlst dabei. Ja, genau. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube, aufgrund deiner guten Betreuung brauche ich dir kein Gespräch mit meiner Psychologin mehr anbieten. Nee, das ist okay. Nee. Ja. Also ich bin sehr gut aufgenommen da. Dann danke ich dir für das Vertrauen, dass du uns das und mir hier erzählt hast. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe lange überlegt, warum ich anrufe, aber ich glaube, das ist wirklich, dass man sich selber mehr glaubt vielleicht. Ja, so. Das glaube ich auch. Das hat auch auf jeden Fall immer eine gute Wirkung auf einen selbst, wenn man das auch normal dann so und auch in aller Öffentlichkeit dann so ausgesprochen hat. Ja. Von Herzen alles Gute. Dir auch. Von Herzen, Dankeschön. Und danke für deine schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Muna. Muna. Ist das eine Frau? Ja. Eine Frau, 28 Jahre alt. Ja. Muna, woher kommt der Name? Keine Ahnung. Aber du heißt wirklich so? Ja. Ah, klingt so exotisch, Muna. Hm. Ja. Um was geht's denn, Muna? Ja, es geht darum, also ich bin seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen, jetzt mein Mann. Ich habe ihn im Internet kennengelernt und ja, wir waren, sag ich mal, unzertrennlich die 5 Jahre lang, haben wirklich ja aneinander geklebt, von beiden Seiten aus. Und ja, nach 5 Jahren sozusagen, er wusste, dass ich schon immer Kinder haben wollte. Das war von Anfang an, sag ich mal, für uns beide klar. Und ja, nach 5 Jahren sozusagen habe ich das immer mehr angesprochen und von wegen Thema war halt die Hochzeit. Und ja, er hat sich dann nicht immer so klar geäußert. Dann haben wir geheiratet. Er wollte dann ein Haus bauen mit mir zusammen, um dann ja halt, wenn wir Kinder bekommen sozusagen, das alles perfekt zu haben. Sag mal, Entschuldigung bitte, höre ich da im Hintergrund ein Tier? Nein, das sind Vögel. Ach so, ja. Ich denke, was ist denn da, was höre ich da? Nein, das ist gar nicht schlimm, es ist ja geklärt. Also er wollte ein Haus bauen, damit da alles fertig ist und toll perfekt. Und genau. Und ja, dann nach einer Zeit lang, er arbeitet in Hamburg, er war immer sozusagen so ein Weggehmuffel. Ich habe immer so mich mit Freunden getroffen und er blieb immer eher zu Hause, hat auch wenig Kontakt sozusagen zu Freunden oder Kollegen gehabt. Und von einer Woche auf die andere sozusagen, ist er immer mehr weggegangen, ist in Hamburg geblieben, auch über Nacht. Und ich habe dann gefragt, sagen dann, was er denn macht, und er sagt, es geht mich nichts an. Oh, wie viele Kilometer ist das denn entfernt, da wo du wohnst, bis nach Hamburg? 50 Kilometer. Ah ja, das ist ja wirklich nicht weit, da kann man ja eigentlich nach Hause kommen. Ja. Ja.
Ja, und er sagt, das geht dich nichts an. Ja. Das ist aber schon ein herber Ausdruck, wenn man verliebt ist und zusammen ist und verheiratet ist. Ja. Also er hatte vorher schon gefragt, ob es mir was ausmacht, wenn er mal unterwegs ist. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, natürlich nicht, sozusagen, mache ich ja genauso. Ja. Ja, da sind auch Frauen dabei. Ist doch ja, ist ja kein Ding, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, sozusagen. Ja. Auch kein Ding. Ja. Ja, und da war er wohl schon skeptisch sozusagen, weil ich aus der früheren Beziehung sie halt sehr eifersüchtig war. Ja. Und das lief dann aber so weit, dass er wirklich nachts nicht nach Hause kam und ich nicht wusste, ob er überhaupt nach Hause kommt, und er hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet. Mhm. Und das ging dann ja 2 Monate so. Mhm. Und nun, wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge ist sozusagen, dass er sich verliebt hat in eine Kollegin, die auch verheiratet ist, die aber getrennt lebt von ihrem Mann. Mhm. Und ja. Und seit wann ist er jetzt verliebt? Was sagt er? Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Ja. Und also wir haben letztes Jahr geheiratet im Sommer. Ja. Haus ist aber noch nicht in Planung. Nein. Nee, Gott sei Dank. Das hat er hinter meinem Rücken abgebrochen, sozusagen, die Suche. Das Ach so. Wusste ich nicht. Das war schon doch so heiß die Sache, dass man schon die angehen wollte. Ja. Mhm. Also wir haben schon eine Firma beauftragt, die für uns ein Grundstück sucht, haben uns ein Haus ausgesucht gehabt. Ja, ja. Das war alles eigentlich schon so fest. Ja. Und so, im Nachhinein sagt er sozusagen, er hat sich schon seit Anfang des Jahres sozusagen, wo ich schon fest das Kind geplant hatte sozusagen, wir hatten gesagt, ab Anfang des Jahres setze ich die Pille ab, hat er sich schon sozusagen von mir entfernt. Ja. Bist du denn schwanger? Nein. Nein. Mhm. Nein. Und er sagt auch sozusagen, weil seine Mutter hat mal gefragt, was wäre dann gewesen, wenn ich schwanger gewesen wäre oder geworden wäre, dann sagt er, ja, das wäre alles anders geworden. Ja, das sind so Sprüche. Aber, das sind so Sprünge. Ja. Das würde ich jetzt noch nicht so ernst nehmen. Das glaube ich auch nicht, im Übrigen. Das glaube ich nicht. Ja, jetzt hat er ist jetzt neu verliebt, das heißt, ihr habt eine riesengroße Beziehungskrise. Ja. Vor allen Dingen, weil er sich nie, sag ich mal, oder nur ungern klar geäußert hat. Er hat mich immer auf Spannung gehalten, sozusagen. Das alte Lied. Ja. Ne? Dass die Leute nie dann den Mund aufmachen aus wahrscheinlich aus strategischen Überlegungen, aus Angst, aus Feigheit, aus einer ganzen Mischung von all den Sachen. Ist er denn jetzt oft noch bei euch zu Hause oder ist er mehr bei der Frau? Also er ist die Woche über in Hamburg und am Wochenende, sag ich mal, bei mir, aber nur um Wäsche zu waschen. Und in der Woche sieht er ganz oft diese Frau, klar? Ja, er lebt bei ihr. Er lebt bei ihr sogar? Ja, er lebt bei ihr. Oh, das ist aber heftig. Und das geht seit einem halben Jahr so, Mona? Also er hat mir nur gesagt, er übernachtet, wenn ich mal gefragt habe, wo er übernachtet, er arbeitet über Nacht beim Kollegen. Mhm. Und ich habe erst vor 3 Monaten so erfahren, dass er dann bei ihr übernachtet. Na gut, aber 3 Monate ist ja schon eine sehr lange Zeit. Ja. Das hört sich aber alles andere als rosig an. Wie soll denn das jetzt weitergehen, deiner Auffassung nach? Ah, ich weiß es. Also ich habe jetzt, es ging alles sozusagen, also viel ging von mir aus. Er hat mir zwar gesagt, er hat sich verliebt und er kann nicht anders sozusagen, weil ich ja gesagt habe, in dem Abstand sozusagen, wenn es verliebt sein ist sozusagen, ne, das wollte er alles nicht sozusagen. Und ich habe dann angefangen sozusagen aus dem Schlafzimmer auszuziehen, habe angefangen sozusagen mir eine Wohnung zu, habe gesagt, so, es reicht. Ach, du hast dir eine Wohnung gesucht? Ich halte den Stress nicht mehr aus. Ja. Und ich will dir auch mir eine Wohnung suchen. Und die hast du jetzt auch? Da fangen wir jetzt an. Also die Wohnung, die alte Wohnung ist gekündigt und am 1. Dezember leben wir getrennt sozusagen. Ja, das klingt aber fast so, als wäre da überhaupt nichts mehr zu retten. Oder? Ja, aber... Du würdest gerne mit ihm weiter zusammen sein. Ja, einfach sein Reden, wenn er in Hamburg ist und das, was er mir zeigt, ist einfach 2 verschiedene Personen. Was zeigt er dir denn? Ja, dass er mich liebt. Er sagt, dass ich eine wundervolle Frau bin. Das sagt er. Also wenn er am Wochenende kommt, sagt er, du bist eine wundervolle Frau. Nein, er schreibt es per SMS. Ach, er schreibt per SMS. Und wenn er dann am Wochenende da ist, wie ist die Stimmung zwischen euch? Wie benimmt er sich dir gegenüber? Wie verhält er sich? Sehr liebevoll. Sehr liebevoll? Ja. Also er kauft für mich ein. Hm. Er macht Frühstück. Er wäscht Wäsche. Macht dich das denn nicht wahnsinnig wütend? Ja. Macht dich das nicht wahnsinnig wütend? Du lieber Himmel, der sitzt seit 3 Monaten bei einer fremden Frau in der Wohnung jede Nacht und schreibt dir, Simse, ich liebe dich und ist liebevoll zu dir am Wochenende. Was ist denn das? Ja. Was ist denn das für ein Driss? Ja. Ja, aber hör mal.
Und vor allen Dingen, er war immer mega, also er hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Mhm. Ein sehr dickes Verhältnis, weil sie ihn allein aufgezogen hat. Mhm. Und selbst mit ihr redet er über sowas gar nicht. Du bist so, da total ab. Mona, du bist zu weich. Du lässt zu viel mit dir machen. Du setzt ihm keine klaren Grenzen. Das kann er nicht auf Dauer, und das ist jetzt schon eine Dauer, finde ich, von mehreren Monaten, dir zumuten. Was heißt das denn? Er liebt dich und er findet dich ganz toll und zärtlich und Firlefanz. Was empfindet er für dich? Was empfindet er für die Frau? Was vermisst er bei dir, was er bei der kriegt? Das sind die wichtigen Fragen. So. Und da muss der junge Mann sich entscheiden, was er will. Ja, er sagt, er empfindet nicht mehr das für mich, was er vor der Hochzeit für mich empfunden hat. Mhm. Immerhin, das sagt er. Die Zukunft eher bei der anderen. Ach, das sagt er schon so. Ja. Aber er weiß, wiederum sagt er mir jedes Mal, er weiß nicht, was die Zukunft bringt. Er weiß nicht, was morgen ist. Ja gut, das wissen wir alle nicht. Das sind hohle Sprüche. Aber ich meine, wenn er das schon mal dir so gesagt hat, das ist ja immerhin schon eine Aussage. Dann muss ich dir auch noch sagen, dass du vielleicht auch noch zu viele Illusionen im Kopf hast, was die Sache anbelangt, oder zu viel Hoffnung. Mhm. Dann wäre ein radikaler Schritt deinerseits, ich meine, du hast es ja nun Gott sei Dank auch schon eingefädelt mit der Wohnung, das Richtige. Ja. Und dann auch erstmal wirklich eine Kontaktsperre. Ja, dann soll der auch nicht am Wochenende. Er ist weggegangen sozusagen, also jedes Mal, wenn er dann am Wochenende zu Hause war, dann hat er gefragt, was ich denn so mache, und wir sind ins Kino gegangen, sind an den Strand gefahren und etc. Also es war eigentlich normal sozusagen, außer halt keine Zärtlichkeit, als wir keinen Sex hatten. Aber schrecklich. Da sagte er auch, weil ich ihn gefragt habe, so ob ich mir dann wieder Hoffnung machen soll und wie er das sich dann vorstellt, dass er dann noch trotzdem in der Woche bei der anderen ist. Da sagte er so von wegen, wie blöd ich denn bin, was ich mir denn einbilde, er will nur Freundschaft. Wie könnte ich denn denken, dass da noch was ist? Mona, dann hast du es mir aber auch nicht so ganz, ganz klar erzählt. Am Anfang hast du mir gesagt, der schreibt ja Liebeserklärungen, findet dich ganz toll und so. Ja, das macht er doch immer noch. Ja, okay, aber das ist ja, ich meine, das ist ja der entscheidende Satz, den du jetzt gerade wiedergegeben hast. Dann musst du gehen. Ich meine, du gehst ja jetzt schon aus der Wohnung raus. Und dann würde ich mich an deiner Stelle mit dem auch die nächste Zeit erstmal schön nicht am Wochenende treffen. Was soll denn das? Das ist doch nur demütigend für dich. Das macht dich doch klein. Wow. Du bist doch nicht in der Phase, dass du nur in Anführungszeichen Freundschaft willst. Nee. So. Ich habe gesagt, für mich will keine Freundschaft. So, und wenn du, solange du keine Freundschaft willst, finde ich das Allerklügste, ganz zu gehen. Da gibt es keinen Kompromiss. Sonst sieht das nur so aus, dass du da bettelnd nebenstehst und hoffst auf irgendeinen Almosen in Sachen Emotionen von ihm. Ja. Das geht nicht, da musst du raus, da musst du ganz raus. Auch wenn der jetzt eine ganze Welt für dich zusammenbricht und Jahre und Hoffnungen und so, das ist bitter. Aber da muss man dann durch, das geht nicht anders. Hm. Wohnung auflösen, alles für dich alleine jetzt gestalten und die Wochenenden auch alleine verbringen oder mit deinen Freunden. Hm. Würde ich dir so klar sagen, Mona. Ja. Ja? Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, unser Thema morgen, gerade fiel das Stichwort ja schon, heißt Freundschaft. Morgen möchte ich mich gerne mit euch über euren allerbesten und tollsten Freund unterhalten. Und möchte wissen, was dieser tolle, große Freund für euch schon gemacht hat, wo ihr vielleicht ganz gerührt wart. Oder umgekehrt, was ihr für euren allerbesten Freund oder eure allerbeste Freundin schon alles gemacht habt und was ihr bereit wärt zu machen. Das Thema morgen heißt, für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Wir wollen uns also morgen über das große und schöne Thema Freundschaft unterhalten. Ab 0 Uhr bitte anrufen oder rund um die Uhr mailen. domian@wdr.de. Lieselotte ist hier und Lieselotte ist 70. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Lieselotte. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn? Ja, ich habe ein sehr trauriges Thema. Mein Mann ist heute Abend um 22:30 verstorben. Heute Abend um 22:30? Ja. Mhm. Ist er plötzlich verstorben? Nein, er hat sehr gekämpft. Er kämpft schon seit ein Dreivierteljahr, kann man sagen. Seit Dezember letzten Jahres mit Krebs.
Er hatte ein ganz schweres Schicksal hinter sich. Er hat 89 einen schweren Herzinfarkt gehabt. Mhm. 95 ist er herztransplantiert worden in München-Großhadern. Ja. Und ist auch Diabetiker. Mhm. Und er hat so viele Schicksalsschläge schon hinnehmen müssen. Er ist praktisch mit 54 aus dem Leben gerissen worden. Mhm. War bei der Kriminalpolizei. Ja. Und jetzt kämpft er seit Dezember mit Krebs, mit Blasenkrebs fing es an. Da hatte er drei Operationen. Mhm. Und er hat natürlich gestreut. Mhm. Und er hat im Februar schon einmal in München, sollte er Chemo kriegen für die Lunge. Da hatte Lungenkrebs, hat sich herausgestellt. Mhm. Und Leberkrebs war vorhanden, den haben sie dann mit Chemo eingedämmt. Mhm. Und dann haben sie ihn halbtot, haben ihn wieder heimgebracht. Und da hat er sich dann wieder ein wenig erholt. Und dann haben sie in Nürnberg, ich bin in der Nähe von Nürnberg, wohne ich, ist er dann, hat er die Chemo bekommen. Mhm. Und die hat er auch ganz gut angeschlagen. Ja. Man hat ihm aber gleich gesagt, also der Lungenkrebs ist nicht heilbar. Mhm. Den kann man vielleicht eindämmen, aber nicht heilen. Es ist ein Mann. Ich muss das nochmal ich muss dich mal unterbrechen. Ein Mann ist heute Abend erst verstorben, vor ein paar Stunden. Ja, ich kann nicht weinen und bin so leer. Ist dein Mann zu Hause gestorben? Ja, er ist auch noch zu Hause. Er liegt auch noch zu Hause bei dir? Ja. Ja. Warst du alleine, als er gestorben ist? Ich habe kurz vorher, wie ich es gemerkt habe, dass es zu Ende geht, weil wir rechnen ja schon ein paar Tage damit, habe ich meinen Sohn angerufen, der wohnt 3 Kilometer weiter weg. Mhm. Und der kam dann, aber da war schon passiert. Da ist er schon verstorben gewesen. Und der Sohn ist jetzt nicht mehr da? Nein, der wäre da geblieben, aber ich wollte es nicht. Mhm. Ich wollte dann alleine sein und kann mir ja auch nicht helfen. Ich habe einen wunderbaren Sohn, ja. Ich habe nur einen, ja. Er ist 40. Aber das ist auch sein Vater? Ja, ja. Das ist, ist euer gemeinsamer Sohn. Wir hätten nächstes Jahr im Juni goldene Hochzeit. Mhm. Und das hat er noch gehofft, dass er das noch erleben darf, mein Mann. Jetzt liegt dein Mann vermutlich im Schlafzimmer. Er liegt in einem separaten Zimmer. Das ehemalige Kinderzimmer haben wir umfunktioniert. Mhm. Wir schlafen schon lange getrennt, weil mein Mann in sein Ehebett, wo er den Herzinfarkt hatte, einfach nicht mehr schlafen konnte. Ja. Und dann hatte mein Sohn da die Idee, weil er eben den Infarkt dort bekommen hat, und er war schon ausgezogen damals, er sollte mal in dem Zimmer in seinem Bett probieren. Und da konnte er schlafen. Ja. Ist es jetzt für dich so geplant, dass du ihn heute Nacht noch bei dir behältst und den Bestatter morgen früh dann anrufst? Ja. War denn ein Wir haben schon, mein Mann hat mit Trauervorsorge Denk, das ist ein Beerdigungsinstitut, mit denen hat er schon damals bei der Transplantation einen Vertrag abgeschlossen. Ach so. Weil er ja nicht wusste, aber in München nicht, als er bei der Herztransplantation verstirbt. Ja, verstehe. Jetzt werden sich viele Leute fragen, und ich habe das auch gerade so gedacht, das ist ja nun vielleicht einer der erschütterndsten Augenblicke deines Lebens, den du gerade erlebt hast. Ja, aber ich habe gebetet, dass er einschlafen kann. Der hat so gekämpft, der hat so gelitten. Das war so schrecklich. Ich habe ihn jetzt seit 9.10. zu Hause. Davor war er im Krankenhaus. Mhm. Und am 10.10. hatte er Geburtstag. Mhm. Und seitdem liegt er jetzt da. War er denn gerade noch zum Schluss bei Bewusstsein? Nein, zum Schluss war er, seit gestern kann man sagen, war er nicht mehr bei Bewusstsein. Ah, ja. Aber er hat so schwer geatmet. Mhm. Er konnte kaum noch schlucken. Mhm. Essen auch nicht mehr. Also es war ein Elend, das anzuschauen, dass meine Seele wehgetan hat. Lieselotte, was hat dich jetzt so bewogen zu sagen oder zu denken, jetzt rufe ich da bei Domian an in der Situation? Ja, Domian, weil ich dich schon sehr lange höre und sehe und du mir immer aus der Seele sprichst. Alles, was du an Ratschlägen weitergibst, kann ich so nachvollziehen und es ist genau meine Meinung. Und ich sehe dich so gerne, ich nehme dich zwar jeden Tag nur auf, weil die Zeit ist ja sehr spät. Normal, heute kann ich nicht schlafen, das ist auch normal. Aber ich sehe dich, wie gesagt, jeden Tag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch jetzt so ein Schockzustand ist, dass man da vielleicht auch gar nicht weiß, was man so machen soll. Ja. Schlafen kannst du natürlich nicht heute Nacht. Nein.
Du hast wahrscheinlich gerade lange noch am Bett von deinem verstorbenen Mann gesessen, in dem Zimmer. Ja. Ja, und jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und also in all der Trauer und in der Traurigkeit höre ich ja auch heraus, dass du schon denkst, dass es für ihn eine Erlösung war. Es war eine Erlösung. Mhm. Und ich habe gebetet, dass er einschlafen kann. Mhm. Mhm. Weil es war so schlimm anzusehen, wie er gelitten hat und nichts mehr machen konnte und nicht mehr reagiert hat und so schwer geatmet hat. Also das war so schlimm anzusehen, dass ich gebetet habe schon ein paar Tage. Ja. Ja, er sollte ja schon vom 19. auf den 20. Juli war er im Nürnberger Krankenhaus. Und da haben sie uns gesagt, mein Sohn und mir, dass er die Nacht nicht überlebt. Da waren wir 24 Stunden im Krankenhaus und es war in Stefan, so heißt mein Sohn, sein 40. Geburtstag. Am 20. Juli hat er 40. Geburtstag gehabt. Und da sind wir vom 19. auf den 20. bis Mittag geblieben. Und wir waren selber am Ende, der Stefan und ich. Und die Ärzte sind da zur Visite gekommen und die haben uns dann nach Hause geschickt. Und es war ein Wunder, haben sie gesagt, dass mein Mann das überlebt hat. Dass er sich dann wieder berappelt hat. Und er hat sich wieder gefangen. Er ist wieder heimgekommen nach 3 Wochen und war da kurz in der kurzzeitliche Heim ein paar Tage. Hat er eigentlich jetzt so in den letzten Tagen, als er noch bei Bewusstsein war, hat er selbst den Wunsch geäußert, dass er sterben möchte? Ja. Er hat noch vorgestern zu dem Pfleger gesagt, weil ich habe in der Vormittag immer von der Diakonie habe ich jemanden kommen lassen, dem mir geholfen haben zum Waschen und Pflegen. Und da hat er noch gesagt, er möchte sterben. Das heißt, er hat wirklich losgelassen und er wollte gehen. Er wollte gehen und wir haben auch, nachdem im Juli schon einmal er so kurz vorm Ende stand und wir ihm das hat er gar nicht mitbekommen, aber wir haben es ihm hinterher erzählt. Und da hat er, da haben wir über den Tod sprechen können. Ja, ja. Bei dieser Zeit und haben uns da also zurechtgelegt, wie er es gern haben möchte. Und er hat auch vieles aufgeschrieben. Also er hat sein Leben bis seinen Tod bestimmt. Ja. Hatte er Angst vor dem Tod? Er sagte nein. Er sagte nein. Er sagte nein, aber das habe ich ihm nicht ganz geglaubt, weil er so schwer loslassen konnte. Aber es hat natürlich bei aller Traurigkeit dennoch auch was Tröstliches, wenn man weiß, dass der Mensch gehen wollte. Ja. Und dass es für ihn eben, wie du gerade auch sagtest, dann schon eine Gnade war, dass er erlöst wurde. Dass ich jetzt erlöst wurde, also so sehe ich das auch. Ich bin auch in gewisser Weise erleichtert, andererseits bin ich total leer. Natürlich, ja, natürlich. Und kann es gar nicht beschreiben, den Zustand, das ist so unwirklich. Ja, klar. Wie ist denn das jetzt geplant? Wann kommt denn der Bestatter morgen früh? Ja, der will sich jetzt morgen, wir haben schon, das hat mein Sohn noch gemacht, wir haben angerufen, die Hauptstelle ist in München, der von dem denkt, und die haben gesagt, sie melden sich morgen früh. Jetzt muss ich warten, bis sich die melden. Was denkst du denn jetzt, wie du die restliche Nacht verbringen wirst, was du machen wirst? Wach bleiben, weil schlafen kann ich nicht. Ist es für dich wichtig, jetzt auch ihn immer wieder zu sehen und nahe bei ihm zu sein, auch als verstorbenen Menschen? Ja. 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 Weil mein Sohn, das war ihm unheimlich, dass er nicht weggeholt wurde, der Vater. Und ich habe aber gesagt, ich würde am liebsten eine Kerze anzünden und an sein Bett stellen und immer wieder nach ihm schauen halt. Ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, was du sagst. Ich glaube, ich finde auch das überhaupt nicht unheimlich. Überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, dass das so eine sehr, sehr gute Art ist, sich zu verabschieden, wenn man noch viele Stunden oder vielleicht sogar eine ganze Nacht bei dem Verstorbenen bleibt. Ja. Ja, du kannst ja Kerzen anzünden. Wenn ich dabei bin, ja. Ich hatte mir extra gesagt, dass ich ja nicht Kerze brennen lasse und aus dem Raum gehe, nicht, dass dann noch was passiert. Er ist sehr besorgt. Weil er weiß, ich habe jetzt die letzte Zeit sehr viel mitgemacht und war eben sehr angebunden und eingebunden. Ja. Und ich habe einen ganz warmherzigen Sohn, der mich sehr unterstützt. Dass du dich im Moment jetzt so leer fühlst, finde ich auch ganz normal.
du hast ja das eigentlich noch gar nicht begriffen und verarbeitet, was gerade passiert ist. Kann ich noch nicht. Das kann man auch gar nicht so schnell. Ich finde die Entscheidung richtig, dass du deinen Mann bei dir behältst heute Nacht. Ich finde das sehr gut. Ich glaube, dass es für dich, wenn du später darüber nachdenkst, eine Sache ist, dass du überlegst, ja, so konnte ich mich wirklich von ihm verabschieden. Ja, und vor allen Dingen, ich habe alles getan. Ich brauche mir keine Vorwürfe machen. Ich habe alles für ihn getan, was ich tun konnte. Ja, das Leben konnte ich ihm leider nicht verlängern. Ja. Was ich gerne getan hätte. Auch das finde ich ganz wichtig, wenn man für sich wirklich überzeugend sagen kann, ich habe alles getan. Ja. Ich glaube, das ist das Größte, was man so sagen kann für sich und dass man kein schlechtes Gewissen hat und so weiter. Ja, doch, das kann ich schon. Und auch mein Sohn, also der ist für mich da, der ruft mich ein paar Mal am Tag an. Er hat selber 3 Buben, 3 Kinder, also und ist da sehr eingespannt. Seine Frau arbeitet auch den ganzen Tag und von dem her gesehen macht er aber, was er kann. Ja. Und ist auch für mich da, wenn ich ihn brauche. So, liebe Lieselotte. Kann mich in den Arm nehmen und kann mich trösten. Ja. Das konnte er schon immer. Ja, ja. Liebe Lieselotte, unsere Zeit jetzt hier in der Sendung läuft jetzt leider ab, oder? Ich weiß. Ich würde dir aber gerne anbieten, dass ich meine Psychologin nochmal anrufe, wenn du das gerne möchtest. Nein, Domian, ist nicht nötig. Ich mache Yoga und habe viele an meiner Seite, die mich da unterstützen. Ah ja. Okay, das war nur ein Angebot von meiner Seite aus. Ich weiß, ich kenne deine Sendung schon sehr lange. Ja. Ich möchte dir auf. Und sehe dich sehr gerne. Ich sage dir von meiner Seite aus nochmal mein aufrichtiges Beileid. Dankeschön. Und hoffe, dass du jetzt diese Nacht gut überstehen wirst. Ja, das hoffe ich auch. Vor der fürchte ich mich ein bisschen. Ja, ich glaube, das wirst du schaffen. Und ich glaube, du wirst hinterher sagen, das war gut so, dass ich das in der Nacht so gemacht habe, dass ich bei ihm geblieben bin. Ja. Gut. Mein Herz ist bei dir. Alles Gute von ganzem Herzen. Danke dir, Domian. Auf Wiederhören, Lieselotte. Wiederhören. Tschüss. So, jetzt habe ich den Michael. Michael ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Ich grüße dich ganz lieb. Wir müssen uns kurz fassen, weil deine Sendung ganz kurz vorbei ist. Genau. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Nee, das klingt so ein bisschen seltsam. Egal, leg mal los mit deinem Thema, Michael. Vor 1,5 Jahren habe ich mit dir schon mal gesprochen. Ja. Da hatte ich angerufen. Ich war ja vor 1,5 Jahr noch Rettungsassistent. Und wir hatten da einen ganz schlimmen, grausamen Einsatz. Das heißt, die Feuerwehr hatte einen Einsatz mit Menschenrettung. Und dann wurden wir auch nachalarmiert. Und wir sind da angekommen. Normalerweise war das für mich eigentlich nichts Traumatisches. Das war schon schlimm genug, aber ich habe das hier vor 3-4 Jahren gemacht. Und auf einmal kommen 4 Feuerwehrmänner mit 4 Säuglingen, die total verkohlt waren. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, Das hat mich so schrecklich, das war für mich der Hammer. Und dann habe ich zu dir gesagt, was soll ich tun? Soll ich jetzt den Beruf aufgeben? Und dann hast du gesagt, nein, mach weiter, das ist ein toller Job und du bewunderst die Leute. Und ich sagte, ich habe aufgegeben. Ich bin jetzt normaler Transportpfleger und tue jetzt im Krankenhaus die Bette rumschieben, weil ich konnte das nicht mehr ertragen, Domian. Ja, aber bist in dem Bereich schon geblieben? Nein, ich bin ein Transportpfleger, ich bin kein Rettungssanitäter. Nee, aber du bist so in dem Krankenpflegebereich geblieben. Ja, natürlich. Ja. Und wie geht es dir jetzt heute? Ah, noch beschissen. Immer noch. Wenn ich als noch von einer guten Freundin ihre Babys sehen, das kommt mir dann alles wieder hoch. Und ich wollte mich eigentlich nochmal bei dir ganz lieb bedanken, dass du dich mich so getröstet hast und wirklich dir Zeit genommen hast. Ich war auch schwer, dich jetzt zu bekommen ans Telefon. Ja. Hast du denn damals dann danach dich psychologisch betreuen lassen? Ja, eine ganz liebe Psychologin von euch hat sich sehr, sehr... Nee, ich meine, dass du dann eine Therapie gemacht hast. Denn ja, einen Monat. Einen Monat. Aber das hat dann nicht ausgereicht. Ich war dann hinterher sehr suizidgefährdet. Aber es ist immer noch sehr schwierig für dich und es belastet dich nach wie vor. Ja, noch ganz kurz. Weißt du, wie schlimm das ist? Das Baby, wo ich beatmet hat, das hat auf einmal eine Träne gehabt und das hat mich so kaputt gemacht. Und dann ist es verstorben. Ja. Ach, dumm, ja. Das vergisst man nie. Ja. Nein, niemals, ja. Aber mach weiter so, bisschen ganz lieber. Lieber Michael, du siehst, du hörst, die Sendung ist vorbei. Jetzt rufen wir dich aber gleich nochmal an. Das war mir jetzt ein bisschen zu kurz. Ja, natürlich. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke, gell? Okay, tschüss. Tschüss, Michael.
So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Gundel Blendin und morgen heißt unser Thema: Für diese Freundschaft gehe ich durchs Feuer. Ich möchte mich gerne mit euch über euren allerbesten Freund unterhalten, was der für euch schon getan hat an spektakulären Sachen oder ihr für ihn vielleicht schon getan habt oder tun würdet. Ab 0 Uhr anrufen, unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und dann geht's morgen mit der Freundschaft weiter. Tschüss.